Wie auch bei den Begriffen des Wissens oder der Vernunft ist der Glaube ein sehr komplexer Begriff. Religion, Glaube sind ganz komplexe Phänomene, die aus vielen unterschiedlichen Elementen bestehen. Glaube hat es damit zu tun, dass wir unser Leben bestehen können, dass wir auch in schwierigen Situationen Halt finden. Kennzeichen für Glauben ist es wohl, dass wir, wenn wir uns eben diesen Halt gerade nicht mehr geben können, die Zusage erhalten, dass uns eine andere Macht hält, dass wir uns nicht selbst erlösen müssen, sondern dass Gott uns erlöst. Glaube hat es auch mit bestimmten Praktiken, mit bestimmten Handlungsmustern zu tun. Für Glauben sind Emotionen wichtig, ein Gefühl der Geborgenheit oder die Tröstung durch diesen Glauben. Das hat einige Theoretiker dazu gebracht, Glauben vollkommen von der Frage nach der Wahrheit zu unterscheiden. Glaube hat es nicht mit Wahrheit zu tun, sondern Glaube hat es nur damit zu tun, dass es mir gut geht und dass er mir hilft. Glaube ist wie ein Placebo. Es geht nicht darum, ob er wirklich wirkt, sondern es geht darum, dass er mir hilft. Allerdings ist diese Theorie unbefriedigend. Besonders für intellektuelle Zeitgenossen ist es unbefriedigend, zu denken, dass sie einem Irrtum aufgesessen sind. Es gibt Menschen, die wollen sich eben nicht täuschen und besonders nicht in so wichtigen Fragen wie nach dem Glauben an eine übernatürliche Macht, wie nach der Orientierung in ihrem Leben. Und zum anderen verliert ein Placebo doch erheblich von seiner Wirkung, wenn ich erfahre, dass es nur ein Placebo ist. Deswegen ist die Wahrheitsfrage für Religion unverzichtbar. Wenn ich nicht überzeugt bin, dass Gott existiert, kann ich nicht zu Gott beten. Wenn ich nicht überzeugt bin, dass Gott mir wohlwollend gegenübersteht und wenn Gott allmächtig ist, dann kann ich nicht Gott darum bitten, mir in schwierigen Situationen beizustehen. Deswegen ist Glaube von Wahrheit nicht zu trennen. Und Glaube ist auch nicht von Rationalität zu trennen. Denn gerade wenn Glaube so wichtig ist im Leben, wenn er vielleicht die wichtigste Orientierung im Leben der Gläubigen überhaupt ist, ist es wichtig, dass er sich auch vernünftig prüfen lassen kann. Wohin ein unvernünftiger, ein vollkommen irrationaler Glauben führen kann, zeigen Beispiele aus der Geschichte, genauso wie Beispiele aus der Gegenwart von Fanatikern, die sich einfach nur nach ihrem subjektiven Glaubensgefühl richten, ohne danach zu fragen, ob das, was sie tun, wirklich gut ist und ob es andere nicht mehr schädigt, als ihnen hilft.